Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt heute Nacht, dann ruft mich ganz einfach an. Die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Darwina ist die erste. Das ist ein ungewöhnlicher Name. 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Darwina, um was geht's? Also, es geht um eine Freundin. Ja. Die macht Begleitservice. Ja. Ursprünglich wegen mir. Bitte? Wegen mir. Wegen also, dir? Also Begleitservice heißt im Klartext? Sie begleitet halt Männer und geht mit denen dann auch ins Bett. Ja, also eine Hurentätigkeit, ne? Ja, ja kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Und das machst du auch? Nein. Ich mach das nicht, aber... sie hat das halt ursprünglich gemacht, um mir finanziell unter die Arme zu greifen, sagen wir mal. Aha. Und... Wie ausschließlich, um dir zu helfen? Ja, nee, also sie sagt es zumindest so. Und eigentlich ist sie meine beste Freundin und macht mir damit natürlich ein richtig schlechtes Gewissen. Kann ich verstehen. Wie alt ist sie? Sie ist erst 19. 19 Jahre. Und wie lange macht sie das schon? Noch nicht so lange. Erst einen Monat oder zwei. Aber ach so. Sie stürzt seitdem eigentlich ziemlich ab, weil sie... seitdem auch wahnsinnig viel trinkt und eigentlich, ja, halt total abstürzt und irgendwie fühle ich mich voll schuldig und ich finde es auch voll unfair von ihr irgendwie. Hast du denn sehr bei ihr gejammert und gestöhnt, dass du sagst, ich habe kein Geld und ich habe Schulden? Oder so? Nein, es ist halt so, dass ich habe halt Schulden gemacht, weil ihr Bruder hat mit meinem Auto einen schweren Unfall gehabt und es war halt ein bisschen so ein Gezähler mit dem Zahlen. Ja. Und sie hat sich quasi ein bisschen dafür verantwortlich gefühlt. Moment, ihr Bruder hat einen Unfall gemacht? Ja, das war, und deshalb das hast du war Schulden? Mein Freund. Ach, das war dein Freund? Das war mein Freund, ja. Und dem hast du dann geholfen, oder wie? Nee, das war halt dann, der hat halt sich ein bisschen quergestellt am Anfang mit Zahlen. Ja. Und, dadurch hat sie dann quasi gemeint, sie würde mir finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Ja. Dadurch, dass sie dann sowas macht, weil sie natürlich erst in der Lehre ist und nicht so viel Geld verdient. Ja, aber ich habe es immer nicht richtig kapiert. Der Bruder hat einen Unfall gemacht. Mhm. Und wieso hast du dann Schulden? Ja, weil es mein Auto ist. Weil es dein Auto ist? Ja, ja. Ach so. Der ist mit meinem Auto. Ah, jetzt kommt der Sache. Das habe ich nicht gesagt. Nee, hast du nicht gesagt. Um wie viel Geld geht's da? Ja, das sind so um die 8000 Euro. Das ist ein Neuwagen. Naja, das ist natürlich eine Stange Geld. Ach so, ja, jetzt kann das auch sein, dass sie sich so ein bisschen für den Bruder verantwortlich fühlt? Ja, das könnte man schon so sagen. Also ich meine, er zahlt es jetzt zwar ab in Raten, 5000 Euro, aber es war halt dann so, also das Auto, muss man sagen, hat bei mir einen ganz besonderen Stellenwert gehabt. Warum? Es war für mich einfach was ganz, ganz Besonderes. Es war mir halt sehr, sehr wichtig und ich war dann sehr traurig, als es kaputt war. Ich habe dann auch hast du dir das verloren, auch also ihn. Ja. Hast du dieses Auto dir selbst erspart? Nee, das kann man so nicht sagen. Es war ein Leasingvertrag. Ah ja. Und aber ich war trotzdem wahnsinnig dran gehangen. Jetzt muss ich mal fragen, was war es denn für ein Auto? Ein Smart. Ja. Ein Smart. Das war mein Baby halt. Und ein putziges Auto. Ja, schon. Und ja, ich finde es halt ein bisschen unfair von ihr, weil ich irgendwie jetzt sehe, wie sie abrutscht, die lässt sich von mir nicht mehr. Sag mal, als sie dann damit angefangen hat, hat sie das vorher mit dir besprochen? Hat sie gesagt, hier, Darwina, da geht's ja um viel Kohle, das hat mein Bruder verursacht, ich gehe jetzt auf den Strich, ich sag's jetzt mal ganz plump, aber so ist es ja letztendlich, ich gehe es anschaffen, damit das Geld reinkommt. Hat sie das so vorher mit dir besprochen? Nee, also das Thema, das hatten wir schon mal. Also wir haben halt schon drüber geredet, dass wir es vielleicht mal eventuell irgendwann mal machen und weil wir noch mehr Geld hätten und so, aber es war halt nur so drüber geredet. Und wir haben halt auch gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es nur zusammen. Und dann war ich eine Zeit lang in Hannover bei meiner Mutter und dann kam ich wieder und dann hat sie gesagt, ja, sie macht das jetzt. Ach so, ihr habt das so aus Quatsch so mal ja, euch überlegt, das wäre für dich kein wirkliches Thema, das zu machen. Ja,
Vielleicht auch schon, aber wenn dann nur sie und ich zusammen. Ja. Und nicht einer alleine, weil es auch... Und jetzt so im Nachhinein sagt sie, dass sie das für dich tut, um die Schulden. Ja, so ungefähr. Und das finde ich eigentlich voll unfair, weil ich meine, ich kann sie jetzt auch nicht mehr ausreden. Als sie das zum ersten Mal zu dir gesagt hat, ja. Ich mache das eigentlich jetzt wegen dir und weil ich die Kohle zurückzahlen will. Ja, nicht unbedingt, weil sie mir die Kohle zurückzahlen will, sondern weil sie mir halt neuen... ich hatte halt noch viele andere Dinge verloren, auch wegen dem Freund. Und als sie wollte mir halt einen Grundstein quasi geben, dass ich mir halt, halt wieder ein bisschen was aufbauen kann, dass ich wieder beweglich okay. bin. Und Nachdem sie das dann so gesagt hat, ja. Hast du dann sofort protestiert und hast gesagt, nee, will ich nicht, schon gar nicht auf die Art und Weise. Ja, hast klar. Hast du. Und dennoch macht sie weiter. Ja, sie natürlich habe ich gesagt, sag mal, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, wenn wir sofort damit auf und sind, das will ich nicht. Und dann, manchmal, wenn sie halt betrunken ist, erzählt sie mir halt immer, wann sie wieder ihre Termine hat und so. Und dann hat sie denn schon ein bisschen Kohle rüber springen lassen? Nee, ich würde da nie irgendwas annehmen. Sie wollte mir ursprünglich das ansparen und mir dann zu Weihnachten einen neuen Smart kaufen. Also ist ja absurd, ne? Ja, das ist echt absurd. Glaubst du ihr das oder ist das jetzt vorgeschoben? Ist das für sie einfach so ein Grund, dieses zu machen, was sie vielleicht schon die ganze Zeit machen wollte, um für sich auch viel Kohle zu verdienen? Ja. Ich weiß es nicht genau, aber ihr Bruder weiß auch, dass sie es macht. Er weiß allerdings nicht den Grund. Und ja, also... Es klingt ja schon merkwürdig, wenn du ganz kategorisch sagst, nein, ich will das nicht. Ich hätte sie da nie mit reingezogen. Ja, also, ich mache sie selber nicht. Und du willst auch das Geld nicht annehmen, du bist fest entschlossen, zu sagen... Ich nehme keinen Pfennig an. Ja. Das ist jetzt auch geklärt, ich meine, der zahlt das jetzt ab im Monat und den Rest mache ich und das ist okay. Dennoch macht sie weiter. Sie macht weiter, ja. Und dennoch redet sie immer zu, noch, dass es mit dir zu tun hat. Sie sagt zumindest, dass sie wegen mir quasi damit angefangen hat. Finde ich auch ein bisschen gemein, wenn es ist nicht mit dir abgesprochen worden. Ja. Du hast so klar, wie du es gerade beschrieben hast, gesagt, nein, ich will es nicht, keinen Fall, ich will dich da nicht reinziehen und so weiter. Und wenn sie es dann immer noch so sagt, finde ich es gemein von ihr. Ja, ich auch. Vielleicht braucht sie wirklich eine Rechtfertigung, irgendwie so für sich nach außen, für das, was sie da jetzt tut. Und offensichtlich geht es ihr nicht gut dabei, ne? Wie du gerade gesagt hast. Nee, überhaupt nicht. Sie leidet da total darunter. Also, ich würde mir an deiner Stelle, um das nochmal gleich zu sagen, kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Mehr kannst du ja nicht machen, als ein klares, festes Nein da in die Welt zu setzen. Ja, aber wie kann ich es denn davon wegbringen? Gibt es da irgendwie... Wirst du nicht machen können, wenn die sich jetzt dafür entschieden hat. Ich meine, bist du die beste Freundin von ihr? Ja, doch. Ja, gut, als beste Freundin hat man natürlich schon eine Einflussmöglichkeit, indem du intensiv mit ihr redest und auch mit ihr zum Beispiel heraus versuchst zu bekommen, warum es ihr so schlecht geht und ihr dann dadurch klar machst, dass es keine gute Sache für sie ist. Ja, es ist auch so, dass mit dem Alkohol, ich habe auch mal viel getrunken, aber jetzt halt nicht mehr und immer wenn sie mit der Arbeit weg ist, dann trinkt sie sehr viel. Und ich versuche sie schon immer da wegzubringen und so, aber irgendwie... Also du musst jetzt, das ist jetzt so ein schwieriger Gang, den du da gehen musst. Du musst auf sie einwirken, solltest du auch, wenn du merkst, der Freundin geht es schlecht. Ja. Aber du darfst sie auch nicht zu sehr unter Druck setzen, weil letztendlich muss sie das selbst entscheiden, dass sie da rausgeht. Aber du musst natürlich auch was tun. Aber das ist jetzt so eine ganz haarige Sache. Ja, vor allem, weil ich sehe, dass sie sich eben voll kaputt macht. Das tut mir auch voll weh, weil ich sie voll gern habe. Ja, und dann fühlt man auch eine Verantwortung als Freundin. Ne? Ja, dass man, klar. Ja. Aber ich habe halt auch nicht so die Kraft irgendwie. Für mich ist es so schwer. Weil mir tut es halt, wie gesagt, wahnsinnig weh auch. Also, vorsichtig immer wieder auf sie einwirken. Und auf jeden Fall auch nochmal ihr ganz klar sagen, dass sie sich da nichts vormachen soll, dass du der Grund bist, dass sie da eingestiegen ist. Du bist nicht der Grund, du willst das gar nicht. Du willst es nach wie vor nicht. Du willst eigentlich nur, dass es ihr gut geht. Und es geht ihr im Moment nicht gut. Nee, leider nicht. Also, Davina, jo. Die Frau mit dem schönen Namen. Alles Gute und ich hoffe, dass es klappt und dass deine Freundin da wieder rauskommt. Ja, ich hoffe es auch. Tschüss. Okay, danke dir, tschüss. So ihr Lieben, heute gibt es eine ganze Menge Post, die ich mal so zwischendurch immer wieder mal vorlese. Nicht auf einmal. Fangen wir mal gleich an mit Philipp. Philipp aus Essen, 18 Jahre alt. Der schreibt, hi Domian, ich bin schon langjähriger Fan deiner Sendung. Respekt für eure und deine Leistung. Aber gestern warst du zu streng zu deinen Anrufern. Das fand ich nicht gut. Also, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht war ich wirklich zu dem einen oder zu der anderen gestern ein bisschen streng.
Und wenn der oder diejenige das auch so empfunden haben sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Es ist ja auch immer so eine Gratwanderung. Manchmal ist man vielleicht ein bisschen zu streng in der Reaktion oder manchmal ein bisschen zu wenig streng. Und also kann mal passieren, wenn sich jemand da etwas verletzt gefühlt haben sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Dann zum Thema Schönheits-OPs. Ein kurzes, aber inhaltlich klares Statement von einem Zuschauer oder Zuhörer namens Wolfram. Und er schreibt, wer sich Schönheitsoperationen unterzieht, kennt vorher das Risiko. Hinterher rumzujammern ist irrelevant. Was die Natur einem mitgibt, sollte man nicht verändern. Das meint Wolfram. Und dann was sehr Schönes und Interessantes habe ich bekommen von Stefan. Und der schreibt, hallo Domian, du interessierst dich doch immer für außerordentliche Fetischs, nicht wahr? Ja, das ist so. Ich glaube, von dem Fetisch, den ich gerade im Netz entdeckt habe, hast auch du wohl noch nie etwas gehört. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass auch du, wenn du gerade deine Show moderierst, auf Frauen aufgrund einer simplen Tatsache aufreizend wirkst. Nämlich, jetzt kommt es, du trägst Kopfhörer. Du hast richtig gelesen. Sogenannter Headphone-Fetisch nennt man das. In dem von mir entdeckten Fall aber werden hauptsächlich Frauen mit Kopfhörern im Internet gezeigt. Also, jetzt haben wir was Neues gelernt. Headphone-Fetisch. Da sitzen dann wahrscheinlich nackte Frauen mit Kopfhörern. Oder bisweilen auch mal ein nackter Mann mit Kopfhörern. Ich bin ja noch angezogen. Und das wirkt dann auf den Zuschauer oder auf die Zuschauerin erotisierend. Ist ja schon schrill, ne? Wenn das wirklich so ist. Aber ich zweifle gar nicht daran, was der Stefan uns hier geschrieben hat. Jetzt machen wir weiter mit Daniel. Und Daniel ist 27 Jahre alt. Morgen. Hallo Daniel. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Bevor ich anfange, ich habe dir auch eine Postkarte geschickt, aber die kommt wahrscheinlich noch. Aha, gut. So. Aber da geht es um ein anderes Thema. Bin ich gespannt, okay. Ja, mein Thema ist nicht ganz so lustig, also es geht um Sexualverbrechen. Mhm. Und zwar, ich war damals 14. Mhm. Und also es war nicht so mit Gewalt jetzt, sondern der hat mich mehr oder weniger verführt und mir das so klar gemacht, dass das normal wäre. Mhm. Und ich habe das einfach auch geglaubt. Mhm. Und dann auch keine Gedanken mehr so dran, damit befasst so. Ja. Und zwar ging es dann, ich habe den so kennengelernt durch meine Freunde. Mhm. Und der ist... Wie alt war der Mann damals? 45. 45, mhm. Ja. Und was hat er denn genau mit dir gemacht? Ja, der war Pfadfinder und was war der? Ja, der war Pfadfinder. Pfadfinder, mhm. Ja, und ich muss das ein bisschen umschreiben erst, mhm. weil ich ja hinterher bei ihm zu Hause war. Mhm. Und er macht nebenbei auch Clownerie, mhm. und hat mir dann seine Sachen so alle gezeigt und da brauchte er auch noch einen Partner für. Aha. Und vorher hat er das mit seinem Bruder gemacht und also hat dich damit an ihn rangelockt mit dieser Clownerie. Ja. Weil du dich interessiert hatte aber hast. Auch meinerseits so Interesse an solchen Sachen, irgendwo was vorzuführen, irgendwo was darzustellen, ja. und irgendwo mal auf der Bühne zu stehen einfach. Mhm. Mhm. Naja, und jetzt zur Sache, bin ich dann jedes Wochenende zu ihm hingegangen, mhm. und habe dann da auch übernachtet. Wohnte der alleine oder hatte der Familie? Nee, der wohnte da ganz alleine. Mhm. Also damals, erst zu Anfang, wohnte noch eine Etage höher, so im Dachgeschoss gab es noch eine kleine Wohnung. Da wohnte erst noch zu Anfang sein Bruder drin. Mhm. Mhm. Der ist aber hinterher woanders mhm. hingezogen. Dann hast du mehrfach bei dem übernachtet. Ja. Und da ist das irgendwann passiert? Also regelmäßig habe ich da übernachtet am Wochenende. Mhm. Mhm. Und da ging dann auch, ist auch immer was abgegangen und jetzt sag ich mal, was er mit mir gemacht hat. Mhm. Ja, das ist, damals hatte ich natürlich auch noch keinen Orgasmus gehabt, ne? Also da habe ich das erste Mal auch meinen Orgasmus gehabt. Mhm. Und das war für mich insofern interessant, jetzt überhaupt eine sexuelle Erfahrung zu machen. Okay, mhm. ich war jetzt kein Mädchen, ich war jetzt nicht schwul, mhm. bin es auch jetzt nicht. Also der Mann hat dich im Klartext
verführt zu sexuellen Handlungen? Hat die sexuellen Handlungen an dir vorgenommen? Ja, genau. Hat er dich gezwungen, auch sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen? Ja, natürlich. Er wollte zum Beispiel, dass ich sein Glied im Mund nehme. Mhm. Hast du das getan? Ja, aber das war nicht so mein Fall und habe es dann eigentlich nicht so gerne getan. Mhm. Hab dann mehr so gesagt, ich will das nicht. Und Aber er hat er deinen Penis in den Mund genommen? Ja, der hat auch bis zum Orgasmus und so. Hat er dich auch vergewaltigt? Also so kann man es nicht direkt sagen. Also ich habe ja wie gesagt mit ihm auch immer geschlafen im Bett. Und dann eines Morgens dann ist er eher wach geworden als ich und hat sich über mich gelegt. Ich lag mit dem Bauch auf dem Bett und er hat sich also auf meinen Rücken gelegt und hat sein Glied eingeführt. Und was dir als Junge, als Kind und als völlig Unerfahrener in diesem Bereich wahrscheinlich irre wehgetan hat, oder? Ja, natürlich. Das war mir unangenehm. Ich wollte, dass er natürlich aufhört, aber hat er natürlich nicht. Und durch sein Gewicht konnte ich mich nicht wehren. Und hatte natürlich die Kraft auch nicht. Ne? Hattest du denn während dieser Handlungen, war dir das unangenehm? Also diese Vergewaltigung schon, das hast du gerade gesagt, weil du Schmerzen gehabt hast. Aber die anderen Sachen, war dir das unangenehm? Hast du gedacht, naja, das kann man, mache ich mal so mit? Oder hast du es aus Angst mitgemacht? Ja, also das war natürlich ein bisschen zwiespältig. Teilweise hatte ich Angst, zumindest auch, wenn ich das jetzt so, wenn das meine Eltern erfahren würden oder so. Jemand das jetzt so überhaupt zu erzählen. Und das wollte er natürlich auch nicht. Er würde ins Gefängnis kommen, hat er mir gesagt und so. Und hat mir natürlich dann auch so Angst gemacht davor, den Mund aufzumachen. Wie oft ist das im Ganzen passiert? Hast du ungefähr eine Zahl? So wie oft das jetzt insgesamt? Oder so am Wochenende? Oder? Nee, insgesamt. Wie oft gab es sexuellen Kontakt zwischen dir, der du damals 14 warst, und diesem Mann, der 45 Jahre alt war? Das ist schwierig. Also es war sehr oft. Also sehr oft. Es war auch öfters am Wochenende. Es war ja nicht nur einmal. Es kann auch mehrmals am Tag gewesen sein. Hattest du denn, da das so oft passiert ist und du immer wieder dahin gefahren bist, hattest du nicht nach einer gewissen Zeit einen Widerwillen, dort hinzufahren? Nee, weil das war ungefähr, denke ich mal, so, dass wenn ich jetzt nicht mehr hingehen würde, dann würde er es wissen wollen, warum, und dann müsste ich es erzählen und das wollte ich alles nicht. Und wenn ich dann mal so praktisch die Schnauze halte, dann bleibt mir das alles erspart. Ne? Kannst du dich erinnern, dass du da mit einem Gefühl hingefahren bist, oh je, jetzt wird das wieder passieren? Oder war da sogar irgendwie eine gewisse Neugierde auch noch da? Ich wusste, dass es wieder passieren würde. Das konnte ich sofort sagen. Also wenn mich einer fragen würde, so wie du jetzt, dann könnte ich mit Gewissheit sagen, es würde wieder passieren. Und diese Gewissheit, hat dir diese Gewissheit Angst gemacht? Und waren das unangenehme Vorgefühle? Naja, ich habe das mehr so verdrängt und habe mich dann mit den Gedanken und solchen Sachen eigentlich gar nicht so befasst. Und er hat dich weiter immer wieder gelockt mit seiner Clownerie und all den Sachen, die dich interessieren. Und Geschenke und so zum Geburtstag beispielsweise oder nebenbei mal und so. Aber war das für deine Eltern denn nicht seltsam, wenn du, der du erst 14 Jahre alt warst, da immer wieder bei einem älteren Mann geschlafen hast? Ja, aber also die wussten wohl, dass ich bei ihm schlafe, aber nicht jetzt, dass ich direkt im Bett mit ihm schlafen. Also die hatten keine Ahnung und haben auch nichts vermutet. Nee, und man konnte von außen auch nichts sehen. Das war jetzt nicht im Erdgeschoss, sondern das war erste Etage gewesen. Da kannst du von unten normal nichts sehen, und wenn dann die Vorhänge zu sind, dann ist klar. Ist so, wie lange hat das angehalten? Wie viel? Ein Jahr oder? Ja, ungefähr ein Jahr. Was ist daraus geworden? Was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, der ist ja noch weitergegangen. Der wurde hinterher richtig pervers. Inwiefern? Also er wollte, dass ich auf ihn uriniere und in den Mund und dasselbe auch mit Koten. Also es war richtige Schweinerei hinterher. Und das ist, also da wollte ich auch nicht sofort mit Anfang an so mit anfangen. Hast du ein bisschen mitgemacht, so wie er das wollte? Ja, also ich habe wohl alles gemacht, was er so haben wollte, so wie bei der Bundeswehr praktisch gesagt. Ne? Also was er gesagt hatte, weil ich war auch im Gewissen, das ist normal.
Dann habe ich das ganz locker gemacht. Mhm. Das heißt, du hast auf ihn uriniert und auch die andere Sache auch gemacht? Ja. Mhm. Er hat sich meistens aufs Bett gelegt und dann sollte ich mich über ihn so stellen und dann... Und du hast auch auf ihn gekotet? Ja, und dann zum Beispiel morgens, das wurde auch richtig eklig, dann wollte ich auf Toilette und er hat, ich musste groß und er hat mich dann geändert. Er wollte, dass ich auf eine Toastschnitte. Mhm. So, das ist, ich glaube, ein ganz schlimmes und übles Kapitel deiner Jugend. Ja. Hast du den angezeigt später einmal? Oder ist den habe ich hinterher angezeigt. Ich habe mich zwingen müssen erstmal. Mhm. Erstmal habe ich ja den Gedanken gefasst, dass es rauskommen muss. Das ist nicht normal. Mhm. Und das war auch richtig. Und dann musste ich auch erstmal den Bogen brechen, meinen Eltern das zu sagen. Und wie mache ich das und so. Ja. Und dann habe ich mich gezwungen halt. Und wie alt warst du, als du gesprochen hast? Ja, auch so 15. Oder so. Ist dieser Mann verurteilt worden? Ja, aber nicht sehr hoch. Mhm. Ich wollte eigentlich, dass er eine höhere Strafe hat. Hat er vor Gericht, gab es ein Geständnis oder hat er es abgestritten? Ja, also der hatte schon ein Geständnis gemacht, aber auch irgendwie dann so mit so Ausflüchte, so er hatte auch Schulden und... Naja, mit den Schulden hat das nichts. Spaß dran und solche Sachen. Mhm. Jetzt bist du 27 Jahre alt, das ist eine ganze Weile jetzt her. Hast du für dich große Probleme gehabt, so als du älter wurdest in Bezug auf Sexualität, dass du sehr verletzt und sehr geschädigt warst nach dem, was dir passiert ist? Naja, also ich muss so jetzt in dem Bereich sagen, also ich hatte seitdem keinen sexuellen Kontakt mehr gehabt, also auch zu keinem Mädchen oder so. Bis heute nicht? Nee. Mhm. Hast du ich hatte damals wohl mal eine Freundin gehabt, aber die war nicht so... Die war so total in mich verschossen, aber die war auch total nett, aber die war nicht mein Fall und ich wollte halt nicht mit der schlafen. Das stimmt schon, aber... Aber da ist ja auch ganz klar, dass es da einen Zusammenhang gibt, ne? Dass wenn man dir anderthalb Jahre oder wie lange das gedauert hat, sowas angetan hat, das ist ja doch, das ist eine Vergewaltigungszeit gewesen, die du hast ertragen müssen, dass du grundgeschädigt bist in deinem sexuellen Empfinden. Ja, weil ich war damals ja auch schüchtern und so. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch versucht, Mädchen kennenzulernen in der Disco. Mhm. Und dann erstmal, ja, wie spreche ich die an und so. Ich hatte keine Ahnung und hat halt auch nicht geklappt. Und dann hat man dann, war befrustet und, naja. Du hast nie eine Therapie gemacht, ne? Doch. Hast du auch? Hab ich. Und es hat nichts genutzt? Also ich bin so mit den Sachen jetzt, bin ich so klargekommen. Mhm. Nur ich habe jetzt bisher noch keine kennengelernt, die mir so... zu mir passt halt, ne? Weil ich gucke ja nicht nur nach dem Äußeren, sondern auch nach dem Charakter. Natürlich, ja klar. Daniel, ich würde trotzdem gerne, auch wenn du schon eine Therapie gemacht hast, ich würde gerne noch die Einschätzung von meinem Psychologen hören. Und das soll, und die Einschätzung soll er dir persönlich sagen. Und dir vielleicht auch noch psychologischen, vielleicht ein paar Ratschläge geben. Mhm. Ich finde es sehr mutig, dass du das alles erzählt hast. Ich wollte noch sagen, ich rufe ja auch an, weil ich zum Beispiel Minderjährige auch vielleicht warnen will oder darauf hinweisen will, dass die das auf jeden Fall sagen, auch wenn das jetzt zum Beispiel der Vater ist. Das muss auf jeden Fall gesprochen werden. Ja, das ist gut. Das ist ganz wichtig und das möchte ich auch halt ganz öffentlich jetzt sagen. Ja. Und es hat Gewicht, wenn jemand das sagt, der es selbst durchgemacht hat. Ja. Gut, dass du das auch gesagt hast noch, Daniel. Ja, das war nämlich ein ganz wichtiger Punkt und das war nämlich ein Mitarbeiter von dir, hatte das nämlich so erfragt und das fand ich ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen rufe ich ja eigentlich auch an. So, und jetzt machen wir es so. Weil ich jetzt noch Schwierigkeiten damit habe. Genau. Jetzt machen wir es so, du legst auf. Ja. Mein Psychologe, der Peter, ruft dich an, da könnt ihr noch weiter in Ruhe reden. Ich wünsche dir für dein Leben alles Gute und toi 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 und wünsche dir bald eine Liebe und eine nette Frau. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin ja auch suchen und das wird schon klappen. Ich bin positiv eingestellt. Ja, so muss es sein. Tschüss, Daniel. Ich habe das andere ja auch geschafft. Genau, ganz genau. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, morgen haben wir eine Themensendung, da heißt das Thema, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht sogar ganz kurz vor einer großen Entscheidung stehen. Oder sie auch noch ein bisschen vor sich her schieben, diese Entscheidung. Aber sie sagen, ich habe hier eine Entscheidung zu treffen und ich habe davor Angst. Aus diesen und jenen Gründen. Vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Das ist das Thema morgen.
Dann habe ich hier einen Brief von jemandem, der an den Westdeutschen Rundfunk geschrieben hat, ganz offiziell. Betrifft Sendung Domian. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche mir folgendes Thema. Doppelpunkt. Ich bin zu lieb für Frauen. Wir würden natürlich sehr gerne dieses Thema mit dem Schreiber hier besprechen. Leider hat er weder eine Adresse noch eine Telefonnummer hinterlassen, sodass das nicht zu realisieren geht. Dann habe ich einen Fax bekommen von Tomek. Und Tomek bezieht sich auf einen Anrufer von vor ein paar Tagen, der hier damit anfing mit dem Satz, ich habe Gott gesehen. Und Tomek schreibt, hi Domian, wollte nur mal sagen, dass ich deine Sendung echt klasse finde und auch ich habe noch nie Gott gesehen. Dann zum Thema Sozialschmarotzer. Auch das ist ein Fax, das Bezug nimmt auf einen Anrufer, nämlich wir hatten einen solchen Sozialschmarotzer hier in der Sendung vor einiger Zeit, der wirklich abkassiert aus öffentlichen Kassen und er schreibt, Tätje aus Schletau, der schreibt, hi Jürgen, habe neulich deine Sendung gesehen, speziell das Gespräch mit diesem Sozialschmarotzer, war ziemlich beeindruckt, wie du den rund gemacht hast. Ich bin Krankenpfleger in der Dialyse und erlebe bei meinen Patienten tagtäglich, wie Leistungen eingeschränkt oder ganz gestrichen werden. Es sind auch Leute wie dieser Typ, die zu einem erheblichen Teil dazu beitragen, dass dies geschieht und das ist ja nur ein kleiner Bereich. Wenn man in Altenheime, Pflegedienste oder Kindergärten guckt, kann einem ganz schlecht werden. Da geht es teilweise an Existenzen. Und Typen wie der, der in deiner Sendung war, kommen sich auch noch toll vor, weil sie glauben, den Politikern durch ihr Verhalten eins auswischen zu können. Meinungsäußerung von Tietje aus Schletau. Hildegard, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Ja. Guten Morgen, Hildegard. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Was heißt guten Morgen? Ich bin ein ausgesprochener Nachtmensch. Also die Uhrzeit macht mir nichts aus. Also man kann ja auch nicht so gute Nacht jetzt sagen, wenn man jemanden begrüßt, ne? Nee. Also es geht darum, ich habe innerhalb von gut 4 Jahren alles verloren an Menschen, was mir lieb und wert und teuer war. Von Ehemann angefangen bis zuletzt meine Tochter, meine einzige, die sich erhängt hat. Wie viele Menschen sind es insgesamt? Insgesamt sind es 4. In 4 Jahren? Ja. Darunter die Tochter und der Ehemann? Ja. Also nicht nur der gute Herr Grönemeyer, dessen platte Mensch ich im Übrigen sehr gut finde, hat solche Todesfälle aufeinanderfolgend erlebt. Es gibt auch noch andere Leute. Das glaube ich auch. Ja. Dein Mann, ist er plötzlich verstorben oder war er schon lange krank? Er war 5 Jahre lang krank. Mhm. Er konnte sich, obschon er Arzt war, selbst nicht helfen. Er wusste auch, dass er sterben würde. Was hatte er für eine Krankheit? Ein Lungenemphysem. Und er ist letztendlich erstickt. Warst du dabei? Nein, ich war nicht dabei. Aber die ganzen 5 Jahre, ja. Jede Nacht diese Anfälle, ja. Und fürchterlich. Ja. Der letzte Mensch, den du verloren hast, ist deine Tochter. Meine Tochter, ja. Wann war das? Das war im August. In diesem Jahr? Ja, ja. Und die Tochter hat sich erhängt? Ja. In welchem Alter? 40. Weißt du den Grund? Nein. Keinen Abschiedsbrief, nichts? Doch. Ein Abschiedsbrief an mich, aber da ist kein triftiger Grund enthalten. Sie bedankt sich lediglich für die Jahre, wo ich ihr eine gute Mutter war. Und sie fände das Leben so nicht mehr lebenswert. Aber sie war nicht krank? Nein. Nein. Ja. Hildegard, wenn man so etwas erlitten hat, oder wenn einen so etwas getroffen hat vom Schicksal, wie kann man da noch weiterleben? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Also es gibt, ich bin an sich von Natur aus, falls man was auf Sternzeichen gibt, ich bin auch Löwe, also an sich ein relativ starker Mensch. Du wirkst auch so gefasst. Ja. Du wirkst so, du erzählst das ganz klar. Ja.
Ist das eine Schutzfunktion auch, dass du gar nicht anfangen möchtest, emotional zu werden oder zu weinen? Ich kann nicht weinen. Auch nicht, als die Tochter verstorben war? Nein. Auch nicht bei der Beerdigung? Jein. Also in der Regel war ich auch bei meinem Mann wie versteinert. Mhm. Warst du immer schon so ein Typ, der hart im Nehmen ist? Oder ist das ja so ein... Ja. Ja. Mhm. Ja. Und aber das ist diese Einstellung, die ängstigt mich allmählich. Mhm. Und die ganze... was die Leute sollen denken, was sie wollen. Ja, ja. Die erwarten, dass ich heulend durch die Straßen meiner Stadt, die ja nicht weit von deiner entfernt ist. Ich höre es an der Stimme, an der Sprache. Ja, Rheinisch. Und Urrheinländerin, also das tut natürlich auch was Gutes. Ja, der Rheinländer kann vielleicht besser mit so etwas umgehen, aber... Er hat ein... fröhlicheres Naturell. Ja, es ist nicht so depressiv und grüblerisch wie vielleicht anderen Regionen. Aber im Übrigen muss ich noch vorausschicken, mein Schwiegervater, ebenfalls Arzt, der hat sich vor 20 Jahren erhängt. Also ist eure Familie aber arg gebeutelt, auch mit Selbsttötungen. Ne? Ja. Aber nicht von meiner Seite aus. Mhm. Ich bin ja mit dieser Seite nicht blutsverwandt. Naja, du sagtest gerade, das macht dir selbst ein bisschen Angst. Ja. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Denkst du? Entsetzlich. Ich bewohne ein ganzes Haus alleine. Mhm. Ich habe lediglich die Praxis meines verstorbenen Mannes auch an einen Arzt übergeben. Aber an den Wochenenden, Fest- und Feiertagen, da höre ich ja die Flöhe husten. Kommen da so die Erinnerungen hoch, auch melancholische Erinnerungen, und kommt dann nicht doch ein bisschen Traurigkeit? Doch, ja, ja. Hast du deinen Mann sehr geliebt? Ja, das hört sich komisch an, natürlich. Ja. Aber das ist wie, wenn sehr langjährige Ehe, dann ist das ja nicht mehr... Die Beziehung zu der Tochter, war das eine enge Beziehung? Oder? Mittel. Sie hat die letzten 20 Jahre in Köln gelebt, war nicht verheiratet und hat 20 Jahre mit einem Mann zusammengelebt. Mhm. Und ob da irgendetwas vorgefallen ist, das werde ich natürlich nie erfahren. Das stelle ich mir auch sehr bedrückend vor, dass man die Ursachen, die Gründe nicht weiß. Ne? Wenn ich diese Momente habe, dann geht mir immer im Kopf rum, was mag die in ihren letzten Minuten, was mag in der vorgegangen sein? Was mag sie auch erlitten haben, ne? Ja. Dass sie zu einem solchen Schritt dann gegriffen hat. Ja. Ja. Gibt es irgendetwas im Moment, wenn du so in deinen Tag hineingehst, auf das du dich noch freuen kannst? Nein. Nein, definitiv nicht. Und ich bin an sich von Haus aus ein geselliger Mensch. Mhm. Also dieses hier, meine vier Wände anstarren, das treibt mich zum Wahnsinn. Gibt es denn einen Freundeskreis und Bekannte oder Freundin? Gibt es, aber ich muss leider sagen, seit dem Tod meines Mannes schon, der ja der Erste war, der starb, da habe ich den Unterschied zwischen sogenannten Freunden und echten Freunden kennengelernt. Auch eine bittere Erfahrung. Ja, eine sehr bittere, aber da bin ich eigentlich dankbar für, denn jetzt kann ich viel besser die Spreu vom Weizen unterscheiden. Fühlst du dich sehr einsam im Moment? Sehr. Also und ich... Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Tja, was würde ich mir wünschen? Da bin ich ehrlich im Moment überfragt. Also mir macht sehr zu denken,
Ich sag das nochmal, was du gerade gesagt hast. Dass du dir selbst unheimlich bist. Ja. Etwas im Moment. Ja. Weil du so fast übermenschlich stark bist, ne? Ja. Und gar nicht wirklich deine Trauer ausleben kannst. Vielleicht wäre es so gut, wenn du mal ein halbes Jahr in tiefster Trauer mit viel Weinen und viel Verzweiflung leben würdest, um das alles rauszulassen. Ja, aber das muss ja erstmal passieren. Das muss erstmal passieren. Kann man ja selbst nicht steuern, ne? Wärst du denn bereit, du bist ja eine sehr analytische Frau, das merke ich ja. Ja. Wärst du bereit, dir von außen Hilfe zu holen? Ja. Für diese Trauerarbeit? Durchaus. Das würde ich dir sehr raten. Sehr, sehr raten, Hildegard. Ja. Ja. Und zum Abschluss noch etwas makaber Lustiges. Als Sahnehäubchen obendrauf hat mich mein Rententräger, die Deutsche Ärztekammer, vor 2 Monaten für tot erklärt. Ja, und hat der Brief war an mich gerichtet und meine Hinterbliebenen wurden gebeten, meinen Totenschein einzureichen und die Rente, die kommt immer im Voraus und die Rente zurückzubezahlen. Im ersten Moment klingt das lustig und man lacht. Warst du noch fähig, darüber zu schmunzeln oder hat es dich sehr getroffen? Ja. Und dann habe ich Folgendes gemacht, denn man hört das ja so oft, dass Leute für tot erklärt werden. Als Trost wurde mir von der Ärztekammer gesagt, freuen Sie sich doch, dann werden Sie lange leben. Entzückend, ja. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe früher selbst bei der hiesigen Zeitung gearbeitet, habe meine Verbindungen spielen lassen und habe das in die Zeitung gebracht. Aha. Und das ist gut. Die haben einen langen Artikel über mich geschrieben. Ja. Und auch, wie gesagt, also so etwas Makaberes. Mhm. Und dass jemand, der weniger... Und vor allen Dingen jemand, der in so einer Todesnähe auch jetzt ist durch die Verluste. Du hattest gerade gesagt, es sind 4 Menschen, die du verloren hast. Ne? Ja. Die Tochter, der Mann. Wer waren die anderen beiden? Die Tochter, der Mann, der Freund, mein Jugendfreund von Kind an und meine Tochter. Nee. Ja, da fehlt noch einer. Die Tochter hatten wir schon genannt. Fehlt noch einer. Ja. Naja gut, es ist ein sehr, sehr schweres Schicksal, was du hast. Ja. Und ich wiederhole das nochmal und würde dich jetzt auch gerne an meinen Psychologen weitergeben. Ja. Damit er dir hier in der Gegend, du wohnst ja in der Gegend, sagst du, vielleicht einen sehr kompetenten Ansprechpartner gibt, damit du dich an den wenden kannst und gemeinsam diese Trauerarbeit zu leisten. Ja, ist in Ordnung. Ja, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, Hildegard. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Und ich finde, dass du eine sehr sympathische Frau bist. Oh Gott, das geht mir runter wie 10. Finde ich wirklich. Komplimente bekomme ich nie mehr. Nein, finde ich wirklich. Ich sag's auch nicht so oft, das, was du vielleicht wirst. Und ich möchte, dass alle, die zuhören, dass ich denen vielleicht sagen kann, wenn sie glauben, sie wären in einer schweren Situation. Mhm. Es gibt immer noch Schlimmeres. Ja, ja. Das ist ein sehr wahres Wort, was du sagst. Ja. Ja. Gut. Liebe Hildegard, auf dass es wieder irgendwann ein bisschen bergauf geht. Ich will es hoffen. Du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ist klar. Alles Gute von Herzen. Ja, und danke auch nochmals. Alles gut. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Ich möchte euch jetzt einen Brief vorlesen, der mich sehr gefreut hat. Wirklich sehr gefreut. Und zwar von Michael. Michael schreibt, lieber Jürgen Domian, ich möchte mich bei dir sehr bedanken. Du hast mir vor 2 Jahren das Leben gerettet. Ich bin heute 26 Jahre alt und wollte mich damals umbringen, weil ich an Lymphknotenkrebs erkrankt war. Es ging mir sehr schlecht und ich hatte alles vorbereitet. Es sollte in der Nacht passieren, in der ich deine Sendung noch geguckt habe. Und dann hast du genau in dieser Sendung ein sehr langes Gespräch mit einem Tumorpatienten geführt. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und geheult. Einmal, weil der Mann so mutig und tapfer war. Und zum Zweiten, weil du ihm so wahnsinnig nett und einfühlsam Mut gemacht hast. Am Ende der Sendung habe ich alle Tabletten, die ich mir besorgt hatte, ins Klo geschmissen.
und habe am nächsten Tag ganz intensiv begonnen, nach alternativen Heilmethoden und einer neuen Klinik zu recherchieren. Und alles hat sich zum Guten gewendet. Mir geht es heute gesundheitlich hervorragend und die Chancen stehen sehr gut, dass es auch so bleibt. Also, hätte ich damals deine Sendung nicht eingeschaltet, ich würde heute nicht mehr leben, da bin ich ganz sicher. Danke, dir und deinen Leuten alles Gute und macht bloß weiter so. Also, erstmal freut mich natürlich das, was Michael schreibt und wenn Michael zuschauen sollte, also es freut mich sehr, was du geschrieben hast und es freut mich auch sehr, dass du es uns geschrieben hast. Also, alles Gute weiterhin und ja, beste Gesundheit weiterhin. Jetzt bin ich verbunden mit Sarah. Und Sarah ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sarah, was ist dein Thema? Mein Thema ist Kinderwunsch. Hast du Kinderwunsch? Ja, ich habe einen sehr starken Kinderwunsch und es geht darum, ich habe vor 3,5 Jahren erfahren, oh, ich bin so aufgeregt, weil ich mit niemandem eigentlich darüber rede. Ja? Ach, wir schaukeln es schon. Ich bin 6,5 Jahre verheiratet. Mhm. Vor 3 Jahren, ungefähr 3,5, habe ich erfahren, dass mein Mann gar keine Kinder zeugen kann. Mhm. Habe sehr vieles unternommen, habe aber das Geld nicht für eine künstliche Befruchtung. Mhm. Habe im Juli dieses Jahres versucht mit Fremdensperma. Einen Samenspender habe ich kennengelernt. Du bist mit deinem Ehemann noch zusammen? Ja, ich bin sehr glücklich mit ihm zusammen. Nach langen Diskutieren und Überlegungen, es gab ja keine andere Möglichkeit, haben wir beide überlegt, okay, wir suchen uns einen Samenspender. Und da war er dann auch mit einverstanden? Ja, er ist einverstanden, weil er weiß ganz genau, wie sehr ich mir Kinder wünsche. Ja. Und das habe ich dann auch mit dem ausgemacht. Mhm. Nur das Problem ist, er konnte keine Kinder zeugen, der Samenspender auch. Auch nicht? Nein, aber er hat das Geld von mir gekriegt. Wie viel? 900 Euro für dreimal. Also ich habe mit ihm keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Ich wollte jetzt fragen, wie habt ihr das gemacht? Also mit einer Spritze. Mhm. Und dann, also er hat dir seinen Samen gegeben in einer Spritze? Genau. Und du hast es eingeführt? Ja, und ich habe durch eine Frau, die genau dasselbe Problem wie ich hat, die ich kennengelernt habe, weil ich dachte, endlich, super, jetzt bin ich schwanger, wollte mich untersuchen lassen, habe ich die getroffen und die sagt, habe ich ihr erzählt, weil das war eine Fremde und mit der konnte ich auch darüber reden, weil ansonsten kann ich mit niemandem darüber reden, außer mein Mann, Frauenarzt. Und sie sagte, du, weißt du, dass da, ich kenne den, der verarscht einfach die Leute. Wie hast du den denn überhaupt kennengelernt? Das ist doch nicht einfach. Nein, das ist nicht einfach, aber ich habe mich einfach erkundigt und habe dann über eine Anzeige, der hat eben, ich habe den dann kennengelernt und er hat sich untersuchen lassen, einen AIDS-Test, weil ich wollte sicher gehen, aber so, dann hast du 900 Euro hingelegt, genau. 3 Versuche gemacht, das hat nicht geklappt und du hast dann hinterher erfahren dann von der Frau, dass das auch irgendwie, entweder kann er nicht oder es ist Betrug oder genau, irgendwas. Ja. Genau, Und jetzt bin ich natürlich total verzweifelt, weil das war für mich eine große Überwindung. Also ich will dir gleich mal sagen, ich bin eigentlich fast froh, dass das nicht geklappt hat, weil ich diese Methode, ich finde das nicht in Ordnung. Muss ich dir ehrlich sagen. Ich respektiere es, wenn du sagst, dass du gerne ein Kind haben möchtest. Aber irgendeinen wildfremden Typ über Zeitungsannonce zu recherchieren, dem da Kohle hinlegen und sich dann die Samen reinzuspritzen, nur damit man dann schwanger wird. Ja. Mir ist das unangenehm, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, wenn man das so lange Zeit mit sich macht und man hat diesen Wunsch, ja, aber man kann man gar nicht verstehen, weil ich habe so viel in den letzten paar Jahren jetzt mitgemacht, Ärzte, Untersuchungen. Ich hatte 2 Jahre gewartet, bis ich überhaupt einen Termin bekomme und am Schluss kam es raus, ich kann das gar nicht haben. Aber weißt du, man kann sich natürlich, ich sage das jetzt mal so ganz klar, wie ich es gerade in diesem Moment empfinde, man kann sich ja vielleicht auch in so ein Ding, in so einen Wunsch fast hysterisch hineinsteigern. Bin ich wahrscheinlich schon. Ja. Vielleicht muss man auch, man muss ja so vieles im Leben akzeptieren und hinnehmen. Und wenn es nun mal nicht funktioniert in eurer Ehe,
dann ist das so im Moment. Dann diesen Weg zu gehen, was? Es geht ja hier nicht nur um irgendeinen Gegenstand, den man sich kauft. Sondern du müsstest, lass mich eben noch sagen, du müsstest dieses Jahr, wenn es denn geklappt hätte, auch deinem Kind irgendwann mal erklären. Ich habe dich, das heißt ja, das ist ja nicht, ich habe den Samen für dich gekauft, damit ich dich austragen kann. Ich weiß gar nicht, wer der Vater wirklich ist. Oder der Vater ist weg, der hat es sich bezahlen lassen. Das Problem bei mir ist einfach, ich komme aus einer Familie, wo, also ich stehe einfach unter Druck von meinen Eltern, von meiner Mutter, weil ihr habe ich einfach eine ganz andere Geschichte erzählt, wenn ich ihr sagen würde, hör mal zu Mama, es liegt gar nicht an mir, es liegt an meinem Mann, die würde das gar nicht mehr akzeptieren, dass ich mit ihm zusammen trotzdem verheiratet bleibe. Echt? Was ist das für eine Familie? Also ich bin so ungefähr, ich bin jetzt zwar hier aufgewachsen, aber meine Eltern sind Moslem und mein Mann ist Christ. Die haben das akzeptiert. Alles in Ordnung, wirklich. Und das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn du einstehen musst? Wenn ich das meine Mutter sagen würde, dann würde sie sagen, der ist kein richtiger Mann. Und würde ihre Vorurteile, die sie vielleicht latent hat, noch weiter unterstreichen, unterstützen. Ne? Und ich habe wahnsinnig Jetzt verstehe ich dich auch. Ich habe einfach Angst davor. Ich kann mit niemandem da reden, außer mit meinem Mann und Ärzten. Also nicht einmal Freunde. Oder. Das heißt, wenn deine Familie, wenn dieser Druck aus der Familie nicht da wäre, dann würde ich wahrscheinlich das akzeptieren. Würdest du es akzeptieren und auch eher hinnehmen vielleicht? Ja, genau. Das heißt, für dich käme eine Adoption auch gar nicht in Frage. Nein, das würde meine Mutter gar nicht akzeptieren, meine Familie. Sarah, du bist 25 Jahre alt. Ja, genau. Ich sage nur, du bist 25 Jahre alt. Darf die Familie, die Mutter, da noch so einen Einfluss haben? Ich habe einfach... Ich weiß, du kommst aus einem anderen Kulturkreis. Da funktioniert das alles ein bisschen anders. Es geht gar nicht um mich. Also mich... Es geht gar nicht um mich. Es geht alleine um ihn. Ich liebe ihn so sehr, dass ich ihm das gar nicht antun möchte. Ich möchte nicht, dass er dann später dasteht, wie... Die werden ihn als einen halben Mann ansehen. Wem möchtest du es nicht antun? Mein Mann. Also es geht, ich bin ein sehr starker Mensch und ich kann mich schon gegen meine Mutter wehren. Also ja, aber gerade bei dem Thema, es geht einfach nicht. Ja, aber Moment. Offensichtlich kannst du dich nicht gegen deine Mutter und deine Familie wehren. Gerade, das ist ja nur ein ganz großes Thema. Du hast ja gerade selbst gesagt, wenn die Familie und die Mutter nicht wäre, dann ginge ich damit lockerer um und auch entspannter. Ich habe einfach Angst, weil ich weiß nicht, wie sie ihn... Pass auf, lass uns mal durchspielen. Du bist verheiratet mit diesem Mann. Ja. Ne? So. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du deiner Mutter, deiner Familie die Wahrheit sagst und sie damit konfrontierst? Meine Mutter würde, glaube ich, so lange das mich fertig machen, sodass ich mich dann von ihm trenne. Er würde dann... Moment, muss das denn die Konsequenz sein? Ja. Du sagst, meine Mutter würde ihn so lange fertig machen, bis ich mich von ihm trenne. Warum trennst du dich nicht von deiner Mutter, wenn sie so mit dir umgeht? Hab ich schon gemacht. Ich hatte fast ein Jahr mit ihr keinen Kontakt, weil sie mich jedes Mal, ich gehe jetzt mit ihr mal zum Frauenarzt oder warum kannst du nicht, sie macht sich Vorwürfe, weil sie denkt, sie hat nicht genug auf mich aufgepasst. Weißt du, Sarah, Kultur hin und Kultur her. Ich finde es unglaublich, dass eine Mutter oder eine Familie so einen Druck auf dich ausübt und dich infolgedessen so unglücklich macht und auch deine Ehe kaputt zu machen droht. Ich finde es so unglaublich und finde, dass du da allen Grund dieser Welt hättest, richtig wütend zu sein, auf den Tisch zu hauen, um zu sagen, komm, Leute, verdammt nochmal, lasst mich jetzt in Ruhe. Das ist mein Leben und es ist meine Ehe. Ich liebe meinen Mann und es funktioniert halt im Moment nicht. Aber lasst mich bitte in Ruhe mit diesem Thema. Ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, das zu machen. Was ist denn das für eine Familie, die dir da so reinfunkt, die dir dein Glück kaputt macht? Für Dennis ist halt Kinder zu kriegen das Wichtigste und für mich natürlich auch, aber ich weiß, dass ich von meinem Mann nie Kinder bekommen werde. Aber du liebst deinen Mann doch sehr. Ich liebe ihn sehr, ja. Du liebst ihn über alles. Ich liebe ihn über alles. So, das ist doch das Allerwichtigste erstmal auf der Welt. Und wenn das denn so ist, wie vielen Paaren geht es so, dann könntet ihr euch irgendwann ein Kind adoptieren und werdet vielleicht super glücklich auch, wenn ihr das akzeptiert für euch. Und lasst euch doch von der Familie da nicht so reinfunken. Ja, ich weiß, das ist alles leicht gesagt von außen. Ich weiß. Aber dennoch muss. Es ist halt schwer, wenn man halt nicht darüber reden kann. Also ja. Es ist sehr schwer, weil die akzeptiert es einfach nicht und ich will ihm auch nicht. Ich glaube, dass du den Fehler bisher begangen hast. Ich sag's nochmal, du bist eine Frau von 25 Jahren, dass du immer noch nicht emanzipiert genug bist von der Familie und von der Mutter.
dass die Mutter immer noch eine Überperson ist für dich. Ja, es ist halt, es geht nicht um mich. Also ich könnte ja das knallhart sagen, aber sie wird ihm damit wehtun. Ich kenne meine Mutter. Also dann musst du dich da vorstellen und sagen, hier Mama, Schluss. Aber das geht dich, Angst, du, weißt du, wie weit du gehst? Du kannst sogar sagen, Mutter, das geht dich überhaupt nichts an. Akzeptiere mich und mein Leben so. So, und wenn du es nicht akzeptieren willst, Mutter, dann gehen wir. Dann haben wir keinen Kontakt mehr miteinander. Ich habe nur Angst, dass er dann nur deswegen mich verlässt, weil er irgendwann die Schnauze voll haben wird. Das liegt aber an dir, wie du dich hältst, wie du dich verhältst. Ob du dich wirklich klar zu deinem Mann bekennst, dann wird ja nicht gehen, wenn der dich auch liebt und eure Beziehung in Ordnung ist. Also, das ist mein ganz klarer Standpunkt, Sarah, dass du dich nicht unter Druck setzen lassen darfst von Familie, Mutter oder weiß ich was. Nein, das ist dein Leben, euer Leben. Und der wichtigste Satz, den du gerade gesagt hast, ist, wenn meine Familie nicht wäre, meine Mutter nicht wäre, wäre ich viel entspannter. Und so soll es sein, finde ich. Ja, weil ich dann gar nicht mehr dran denke, weil sie erinnert mich immer wieder daran. Ja, ja. Also es ist für mich natürlich sehr schwer, weil ich mir von Anfang an Kinder gewünscht habe. Mhm. Also gleich am Anfang der Beziehung, als wir zusammen waren, ist das für mich... Klar, aber es geht ja nun mal halt nicht im Moment. Es geht überhaupt nicht. Ich habe dir meine klare Meinung gesagt. Ja, okay. Und ich weiß, wie schwer das umzusetzen ist, aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen, das auch mal so knallhart zu hören von außen, von deinem Unbeteiligten. Lass dir nicht deine Ehe und deine Liebe kaputt machen, Sarah. Das ist das Wertvollste überhaupt. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Bevor Sabine kommt, noch einen kurzen Brief von jemandem, von einer Julie MS, die eine sehr junge Schrift hat, aber so ganz jung kann sie, glaube ich, auch nicht mehr sein, aus Gelsenkirchen. Sie schreibt, hallo, lieber Domian, mein Name ist Julie MS und ich möchte was zum Thema männliche Schamhaare sagen. Da ich deine Sendung nun schon viele Jahre verfolge, fällt mir auf, dass öfter Frauen anriefen, die meinten, Männer, die sich die Schamhaare rasieren, wären eher unmännlich, kindlich oder gar schwul. Ich finde diese Art von Meinung altmodisch und spießig, denn ich bin der Meinung, unrasierte, urwaldartige Schamhaare sind unästhetisch und auch unhygienisch. Also mein Motto und meines Erachtens, Doppelpunkt, Urwälder sind out. Viele liebe Grüße, Julie, oder wie immer man es ausspricht, Julie MS. So, Sabine, 21. Ja, hallo. Hallo Sabine, um was geht's? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal habe ich dir vorhin sehr aufmerksam zugehört und ich glaube, du hast gerade mit irgendeinem Daniel gesprochen, der ein Problem hatte früher mit irgendeinem älteren Mann. So war es, ja. Mhm. Auf jeden Fall möchte ich diesem Daniel gerne erstmal sagen, Respekt, dass er das im Fernsehen erzählt hat. Mhm. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir das damals selber auch passiert ist. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, ob das funktioniert bei euch, aber ich würde gerne irgendwie mal Kontakt mit dem aufnehmen. Das können wir arrangieren, ja. Jetzt bitte ich dich nur, ich will nicht hetzen, aber die Sendung ist nicht mehr so ganz lange. Sag mal dein Thema. Wir bringen euch schon zusammen. Den Wunsch habe ich schon registriert jetzt. Ja, alles klar. Und zwar geht es eigentlich um mich persönlich. Ich bin 21 und habe jetzt im März geheiratet und bin eigentlich gar nicht mehr so glücklich mit dieser Situation, weil es mittlerweile so geworden ist, dass mein Mann eigentlich nur noch arbeiten geht. Ich sitze zu Hause und spiele das Hausmütterchen. Und also du gehst nicht arbeiten? Nein, ich habe vor kurzem auch erst meine Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Und ich fühle mich einfach nicht gut dabei, jeden Abend zu Hause zu sitzen und ja, wie so eine ältere Dame von 80 jeden Abend dann ins Bett zu gehen und das war es eigentlich. Warum suchst du keinen Job? Habe ich, da bin ich dabei. Du bist ja dabei, also, du hast es schon vor, auch arbeiten zu gehen. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ich hatte jetzt nie vor, zu Hause zu sitzen. Liegt es jetzt daran, dass du ein bisschen gefrustet bist, dass du die letzten Monate zu Hause sitzen musstest? Oder bist du gefrustet, dass das schon so eine Routine ist bei euch, abends, dass es alles immer das gleiche Ritual ist? Nee, gar nicht. Ich bin so weit, dass ich sage, mich interessiert dieser Mensch nicht mehr. Nur ich habe einfach Angst, dass er absagt. Und Hör mal, Sabine, du hast im März geheiratet und sagst heute, der Mensch interessiert mich eigentlich gar nicht mehr großartig. Wie lange wart ihr zusammen vorher? Also insgesamt sind wir jetzt 3 Jahre zusammen. Und war dir das nicht vorher schon? Also bis März klar, dass das nicht mehr so lichterloh brennt, die Liebe und das Verlangen, das Begehren? Doch, das war mir schon klar. Warum hast du denn geheiratet? Seine Eltern, die haben so viel Druck gemacht und wieder die Eltern, das ist ja nicht wahr. Ja, aber
auf jeden Fall, er tat mir auch irgendwo leid und ich habe gedacht, okay, machen wir das einfach mal. Und da war ja auch alles ruhig, aber... Mitleid ist immer die schlechteste Grundlage für einen Kontakt, für eine Beziehung überhaupt. Ja, und jetzt stehe ich halt da und weiß ich nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ja, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass mich andere Männer wohl mehr interessieren, wie er jetzt gewöhnlich. Also das hört sich jetzt so krass an, so heftig und so klar, dass man da wahrscheinlich gar nicht groß drum herum reden muss, sondern einfach letztendlich in die Richtung argumentieren muss, dass du aus der Ehe raus solltest. Ja, aber ich habe irgendwo Angst, dass er dann irgendwas macht, weil ich bin einmal ausgezogen, weil ich mich mal ausgehalten habe und er ist trinken gegangen und hat sich dann die Pulsadern aufgeschnitten und dafür, also bedeutet er mir einfach zu viel, dass ich sage, aber ich nur, möchte, dass da was passiert. Weißt du, aber nur aus Rücksicht darauf, dass er sich vielleicht irgendwas antun könnte, darauf baut sich auch keine Ehe auf. Jetzt ist diese Sendung vorbei. Aber ich möchte, dass wir das noch ein bisschen weiter beraten. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, alles okay. Klar. Okay. Bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Gudrun Hausen. Morgen haben wir, wie schon angekündigt, ein Thema, eine Themennacht. Und das Thema heißt, vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Also steht ihr vor einer großen Entscheidung oder einer wirklich für euch gravierenden Entscheidung, vor der ihr sehr große Angst habt und sie deshalb vielleicht vor euch herschiebt, und euch sehr mulmig ist, wenn ihr dran denkt. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen, wie immer. Um 1 sind wir da im Radio und im Fernsehen, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.